Hallo. Was kann ich für Sie tun? Dich nicht bewegen. Ich sagte keine Bewegung. Hallo, Peter. Was willst du hier? Tja, weißt du, wir haben dir ein tolles Angebot gemacht. Du hättest drauf eingehen sollen. Lass uns darüber reden, bitte. Was ich jetzt tun muss, macht mich sehr traurig, Peter. Michael, ich habe Familie. Zu spät! Nein! Such die verfluchte Pizza! Los! Sehr gut, Alan. Jetzt haben wir alle zusammen. Also, ich denke, bis der Safe offen ist, sollten wir beieinander bleiben. Und was sagt ihr dazu? Ich halte das für eine gute Idee. Dann werden wir heute alle hier schlafen. Geht das? Ich sehe kein Problem darin. Tja dann, Alan, willst du sie nicht öffnen? Ist mir ein Vergnügen. Oh. So eine Scheiße! Jemand hat uns verraten. Und ich weiß auch wer. Du warst es, Tank! Wovon redest du, Mann? Das weißt du verdammt gut. Also. Ich war nicht bei der Polizei. Aber du hast sie angerufen. Ich hab dich gestern am Telefon gelauscht. Das ist nicht wahr! Ich werde das regeln, Alan. Michael, das würde ich nie tun. Aus welchem Grund soll ich die Polizei rufen, hä? Tu das nicht, bitte, Mike, bitte! Auf Wiedersehen, Tank. Wieso hast du ihn umgelegt? Er hat es nicht anders verdient. Kümmert euch um das Geld. Ich regle das hier. Hör zu, Mike, du musst dich der Polizei stellen. Nur so hast du eine Chance. Glaubst du, du könntest mich aufhalten? Denk doch mal nach. Nach 20 Jahren Knast ist mein Leben doch vorbei. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Ich kann nicht. Ich werde dich nicht gehen lassen. Ich gehe nicht in den Knast. Lieber sterbe ich. Ach, sie machen sich lächerlich. Beenden wir den Smalltalk. Wir müssen hier weg. Der wird uns doch verraten.